Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines mit Liriax und mir, Voxi. Guten Tag. Guten Tag, na, wir haben ja Ja, lange nicht mehr aufgenommen. wir haben wieder mal lange nicht aufgenommen. Ist immer ein bisschen traurig. Wir schaffen es irgendwie nie so häufig zusammenzukommen, beziehungsweise haben dann auch irgendwie so viele andere Projekte, die dann noch irgendwie da durchgehen. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Ja, und bei mir hat sich ein bisschen was geändert an meiner Stadt. Ja, dann würde ich ja am liebsten jetzt Mäuschen spielen, aber ich weiß schon, was sich geändert hat, deswegen ist es nicht ganz so schlimm für mich. Ja, du hast es auch im Stream kurz zugeguckt. Ah ja, stimmt, ich habe auch im Stream geguckt, ja, ne? Da kriege ich ja eine E-Mail und dann so, Voxi ist Streaming und dann denke ich mir, okay, dann muss ich da mal Ja, reingucken. genau. Dann habe ich heimlich Cities gestreamt. Also wer jetzt sehen will, wie das alles hier entstanden ist, was bei mir anders ist, der kann ja da reingucken. Aber andererseits ist es auch, sage ich mal, 1,5 Stunden lang, nee, nochmal abreißen, neu bauen, abreißen, neu bauen, abreißen. So. Das hört sich nicht ganz so spannend an. Ja, man muss halt wirklich eine Menge rumfummeln und probieren, bis man irgendwie die Straßen und Gleise so verlegt hat, wie man das gerne hätte. Das kann ich mir vorstellen. Aber dafür sieht es halt schick aus. Ja, sieht es jetzt schick aus bei dir? Bei mir sieht es noch immer hässlich aus dann. Oder das ist doch eigentlich der Umkehrschluss. Weiß ich nicht genau. Liegt ja in deinem eigenen Empfinden. So, ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich heute. Ich finde es super. Also, ich finde es die schönste Stadt der Welt. Könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Bis auf diese ewig lange Autoschlange hier, die ist echt, die kotzt mich ein bisschen an. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Stadtgebiet, das einzige Stadtgebiet ist, das noch keine U-Bahn hat. Da bauen wir doch mal vielleicht was rein. Ah, U-Bahn, ja. Ich muss demnächst meine gesamte Stadt nochmal neu vernetzen, irgendwie. Also Okay. die Buslinien habe ich, glaube ich, fast alle zerstört, weil die ja in meinem Industriegebiet und in den anderen Sachen hin und her gefahren sind. Und das habe ich so massiv umgebaut, dass die Linien da auch keinen Sinn mehr machten. Ah, das ist natürlich schlecht. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob hier bei mir mehr Büro, also Büros schießen hier wie Pilze aus dem Boden und wenn ich Industrie aufziehe, dann, also normale Industrie, dann wächst da nichts. Ich glaube, dass meine Leute schon zu schlau sind für stinkende Industrie. Wobei, das müsste eigentlich auch schon Hightech sein. Aber ist es denn schlimm, wenn das so ist? Also wenn das der Fall sein sollte? Dass man mehr Büros bauen muss? Naja, in gewisser Weise ja. Weil die Büros haben höhere Anforderungen, um auf die höchste Stufe zu kommen. Und bringen dann trotzdem gleich viel Geld. Geld weiß ich nicht genau, aber ich glaube, sie bringen weniger Arbeitsplätze. Ach echt? Ich dachte, sie bringen mehr Arbeitsplätze, weil in so einem Büro können, einiges mehr Ja, stehen. komischerweise, aber jetzt in der Hightech-Industrie, hier, so ein ganz großes Gebäude, da wohnen, arbeiten bei mir 32 Leute drin. Okay. Und in so einem mittleren Gebäude 24. Und bei den Büros, ups, muss man hier mal gucken. Also die Büros, die ich auf Stufe 2 habe, da sind halt 17. Ja, und 13 bei der gleichen Größe so. Okay. Ja, bei einem etwas größeren, ja, da auch 13 nur. Hier wieder 17. Also man braucht mehr Fläche, mehr Büros als Industrie. Deswegen ist es ein Tja. bisschen schwieriger, sage ich mal. Aber ich baue jetzt erstmal hier einfach ein bisschen mehr Büro aus, glaube ich. Ich habe hier so jetzt so eine zweite Verbindung in die in meine neue Stadt reingebastelt. Oh, oder Ja, da ich fällt gerade auch, so ein ja. Gebäude ab. Fällt mir Aber ob gerade das was jetzt der ein. Weisheit letzter Schluss war, weil das ist auch immer ein bisschen sehr voll. Bisschen zu voll mal für meinen Geschmack. Muss ich mal überlegen, das so lasse. Ich glaube, ich werde das nochmal hier so eine Einbahnstraße basteln. Ich bin bei mir noch gar nicht sicher, wo so wirklich ein Stadtzentrum so mit
Bürotürmen und so, was richtig so, so das ganz Große, wo das entstehen soll. Ja, hast du da einen Plan oder hast du überhaupt von vornherein so eine Idee gehabt bei deiner Stadt oder ist es auch irgendwie entstanden? Also natürlich, also ich finde ja immer diesen, das hat so ein bisschen so einen netten Geschmack eigentlich, wenn man halt wirklich am Ende des Tages nicht mehr sieht, wo man angefangen hat. Und es trotzdem irgendwie auch so, also so generisch wächst, dass man halt, dass man nicht so genau so plant, so hier und das entsteht jetzt da und da wird jetzt alles drauf hingearbeitet, sondern dass es halt sich irgendwie so entwickelt und dass man plötzlich merkt, also da ist eigentlich einfach eine ganz gute Situation entstanden, da könnte ich jetzt ein bisschen mit mehr machen und so. Also ich bin eher jemand, der halt, wie gesagt, es eher so auf einen zukommen lässt. Da gucke ich jetzt mal, wie das Ganze so funktioniert. Ich hoffe mal, also die U-Bahnen scheinen hier doch einiges getan zu haben. Ja, da fahren jetzt einfach mal 300 Passagiere an der einen Station. Und hier fahren auch 235. Und hier in der letzten Station, die ich gemacht habe, nur 111. Aber trotzdem, das sind auf jeden Fall einiges mehr Leute, die wahrscheinlich sonst die Autobahn verstopft hätten. Und so, muss ich mich um die nächsten Verkehrsprobleme kümmern. Da ist ja wirklich viel los hier irgendwie. Klick, klick, klick. Ich habe hier gerade so ein Gebiet, wo ich irgendwie so eine Straße rausgebaut habe, von der ich aber nicht mehr genau weiß, warum ich sie dann nicht mehr bebaut habe mit Grundflächen. Ich habe einfach nochmal ein bisschen Grünfläche hingebaut, beziehungsweise ein bisschen Wohngebiet. Aber hoffe ich mal nicht, dass ich jetzt gleich mir denke, oh scheiße, ey, das wolltest du doch deswegen und deswegen nicht machen. Mir fällt gerade ein, dass du mich beim letzten Mal gefragt hast nach Mods, ob ich schon welche installiert hätte. Und ich hatte hast du jetzt ganz viele Mods. Ja. Du hast das Tor zur Hölle geöffnet. Es ist so unglaublich, was da schon, also wie viel es schon gibt und wie viel Schrott auch dabei ist. Aber so ein paar Sachen sind dann auch wiederum ganz nett. Ja, dann erzähl mal, was hast du denn an Sachen gefunden? Also erstmal habe ich einen Mod installiert, der die Farbsättigung ein bisschen runterdreht, damit nicht mehr alles so quietschbunt ist. Es ist immer noch farbig, logischerweise, aber eben tut nicht mehr so weh im Auge. Also gerade so diese blauen Bürogebäude zum Beispiel. Oder es gibt auch so blaue Wohnhäuser. Ich zeige die gerade mal schnell. Die eigentlich so wirklich so quietschblau sind. Und die sehen halt jetzt, naja, okay aus, sagen wir mal, auch die Grünen und so. Das ist eine Sache. Und dann habe ich so ein paar Parks, die aber in Wirklichkeit Parkplatz sind. Die geben also Das ist eine Cheaterei. Ja, in gewisser Weise ist es ein Cheat. Aber wenn man in so einem Büro Komplex Viertel ist, da irgendwie einen Park hinzusetzen, also mit Parks voll zu pflastern, sieht halt komisch aus. Die vorhandenen Parks. Da finde ich es in Ordnung, wenn man mal einen Parkplatz oder ein Parkhaus, das habe ich, glaube ich, noch nicht, da muss ich gleich nochmal gucken. Parkhaus. Ich habe auch eigene dann schon gebaut, also eigene Parks angelegt und so. Ah, echt? Das ist schon ganz witzig. Jetzt kann ich sogar ein Achievement für, ne? Kann sein, ja, habe ich. Also, naja, da findet man also so einiges. Gebäude habe ich ansonsten noch nicht. Außer vielleicht eine U-Bahn-Station, die oberirdisch ein bisschen größer ist, ein bisschen schicker. Sowas habe ich noch. Kann ich ja nachher auch mal bauen, irgendwie. Erstmal weiter Büros. Ja, aber da gibt es wirklich so unglaublich viel. Das ist ja wirklich schlimm. Schlimm. Ja, das ist schon krass. Also, aber es ist halt trotzdem cool, also muss man schon sagen. Ne? Es ist schon so sein Reiz. Ich muss hier irgendwo mehr Gebäude bauen für Industrie. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich die hinsetze. Ich könnte jetzt hier noch ein neues Gebiet aufmachen, aber eigentlich will ich das gerade gar nicht. Ach.
Ach, ach, ach. Das Problem ist, dadurch, dass man das natürlich verzeitversetzt veröffentlicht, ich würde ja gerne einfach mal hier die Leute, die zuschauen, fragen, wo ich das hinsetze, aber es ist dann immer so, ich, in der Zeit, in der ich so lange kannst du nicht warten. Ja, so lange kann ich nicht warten. Das geht einfach nicht. Ach, hey, okay, ist wieder so. Ich gucke erst mal, wie viel Hochgebildete ich schon habe. Nicht, dass ich da überhaupt... Ja, aber es müsste eigentlich, oder? Hier, hochgebildet, 24%. Da sollte man noch ein paar mehr... normale Bürogebäude bauen können, glaube ich. Und Bürogebäude, das ist ja immer das Schöne, die kann man ja auch einfach so zu den anderen Gebäuden setzen, ne? Ja. Und das mache ich jetzt auch gleich mal. Schub. Und Schub. Ich weiß noch nicht, wie ich... hast du eigentlich deine Viertel so schon miteinander verbunden? Nee, irgendwie, also so optisch, weil bei mir ist ja so komplett auseinandergerissen. Und ich bin wirklich am Überlegen, wie ich es mache, dass die so ein bisschen so, dass es zu einer Stadt zusammenwächst, ja, dass die schön ineinander übergehen. Also bei ein paar Gebieten habe ich das schon, also aber bei wenigen bisher, muss man leider gestehen. So, ich habe jetzt einfach mal Freiflächen, die ich noch hatte, einfach gesetzt. Ja, wollte ich noch was Schönes bauen. Ja, man hört mich jetzt immer was Schönes bauen, ne? Weil auf der Suche nach Mods habe ich natürlich auch andere Videos geschaut und es gibt halt YouTuber, die richtig krass sind. Also was die an Sachen bauen. Okay, Beispiel? Sachen bauen oder YouTuber? Nee, Beispiel für Sachen bauen. Ja, so ganz abgefahrene Fünffach-Autobahn-Kreuz. Okay. So, wo halt, also fünf sozusagen aufeinandertreffen, fünf Bahnen, fünf, also aus fünf Richtungen. Nicht in einem sauberen Fünfeck sozusagen oder Stern, so, sondern halt so schon ein bisschen, also wie ein Kreuz und dann aber eben noch ein fünftes so raus. Und dass eben von jeder Spur auf jede gewechselt werden kann, ohne Auffahrten, sondern alles mit Autobahn, also alles dreispurig. Okay. Ja, das hört sich unglaublich seriös an. So, kommt der weg, der weg. Vorhin haben sie sich beschwert, dass angeblich irgendwo, ah ja, hier ein einziges Häuschen kein Wasser hat. Und warum hast du, Junge, denn jetzt keine Leute mehr? Wir haben alle zu wenig Leute, die da einkaufen. Das ist ein bisschen problematisch. Sollte ich vielleicht hier in die Ecke nochmal ein Wohngebiet pflanzen? Das passt eigentlich auch ganz gut. Das wäre dann so zwischen den Marktvierteln und hier den der Industrie. Ah, das gibt's doch nicht. Und jetzt habe ich gedacht, dass das hier schneller abfließt. Oh, es sind super viele Wägen, die hier versuchen reinzufahren. Und niemand benutzt leider hier meinen Güterbahnhof. Der ist wirklich momentan sehr, sehr... Ja, naja, meiner weiß ich noch gar nicht. Muss ich gleich mal einen Blick drauf werfen. Also noch funktioniert scheinbar alles. Aber wo kommen die denn her? Also okay. Also die kommen auch irgendwie aus diesem Bereich, aber warum wollen die nichts... Also normalerweise werden ja diese Güterzüge, die Bahnhöfe geradezu überrannt, meiner Meinung nach. Hm. Aber hier ist das irgendwie gerade nicht so. Bin ein bisschen überfragt, warum das nicht so ist.
So, hier ein paar schöne Bäumchen setzen. Ich habe übrigens einen Baumpinsel gefunden. Also ein Baumpinsel? Ja, also ein Mod? Ein Mod, genau, der Bäume setzt. Man muss nicht alle Bäume einzeln setzen, sondern man kann die dann schon, wenn man so ein paar mehr braucht, ja, kann man die so mit einem Pinsel setzen. Das ist doch nett. Ja, nur wenn man sie sehr eng gesetzt haben will, dann muss man noch manuell ran. Weil das macht er halt nicht. Okay. Oh, und ich habe eine ganz tolle Farmlandschaft gebaut. Eine Farmlandschaft? Ja, ich habe Farm und Forstwirtschaft gebaut. Aber ja, nicht, mit, nicht dem, mit dem Standard wie also so ein großes Industriegebiet und dann gesagt, hier alles Forstwirtschaft, sondern ja, ein bisschen anders halt. Eine kleine Baumschule selber gemalt sozusagen. Hält dir gleich. Das heißt, bei dir sieht dann alles sehr idyllisch aus. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gleich wird mit deinem Betragen ja mal am Ende und da mal gucken, wie das aussieht. Ah, guck mal, jetzt fließt der Verkehr. Ach so, nee, der Verkehr fließt hier irgendwie nur nicht weiter. Kann man die Einbahnstraße auch weiter? Kann man die? Na, das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt ja eine Einbahnstraße gebaut in die Richtung, dass das alles, was jetzt hier am Staudamm über den Staudamm geht in mein eines Industriegebiet. Ja. Und man der kann Staudämme in bestimmte Richtungen bauen, ne? Das wusste ich da nicht. Nee, aber das kann man halt nicht. Also, ah, doch. Doch, jetzt. Man oder? Kann ihn von links nach rechts oder von rechts nach links ziehen und dann ist er entsprechend so rum oder so rum gebogen und staut dann das Wasser oder eben auch nicht. Also hatte ich irgendwie so. So meinst du das, ja. Ja. Also, nee, der staut. Ja, aber es ist scheinbar auch so. Also tatsächlich, wenn du auf der rechten und auf der linken Seite eine Einbahnstraße baust, in dieselbe Richtung. Dann benutzen die jetzt also auch tatsächlich beide Seiten. Das ist ja sehr cool. Jetzt kann ich aber auch das hier eigentlich abreißen. Naja, mal gucken. Jetzt fließt der Verkehr wieder etwas schneller. Aber es geht noch immer nicht so ganz gut voran. Ah, ich bin noch ein bisschen... Ein bisschen, finde ich es blöd. Aber was ein bisschen komisch ist, momentan habe ich hier mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Und bei den Gebieten, die ich ausgewiesen habe, die finden eigentlich alles hier ziemlich scheiße. Da muss ich noch ein bisschen was hier dazu bauen. Da merkt man halt einfach, dass solche Reihen nur mit einer Art von Gewerbe oder von Gebiet zugesetzten nicht ganz so die wahre Lösung ist. Also die Leute wollen dann schon irgendwie so eine Mischung. Und das versuche ich ihnen jetzt einfach mal zu geben. Indem ich hier nochmal ein bisschen was draufsetze. Na. Ah, ja. Es bleibt auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Also das muss man einfach immer wieder sagen. Macht sehr viel Spaß. Es ist immer zu entwickeln von neuen Ideen. Und jemanden neu zu bauen. Und hast du bei dir auch Probleme so mit den Toten? Nee, meine Toten sind noch alle nett. Sind noch nicht aus ihren Gräbern wieder rausgekommen. Ach, hier ist ja mein eigener Park, genau. Hier kann man ihn gerade mal sehen, den ich selbst gebaut habe. Wir müssen doch schon wieder gleich aufhören, oder? Wir haben schon wieder... Ach nee, 20. Ja, stimmt. Ja, doch, klar. Hast du recht. Müssen wir mal gucken. Soll ich dir den schnell mal zeigen? Soll ich mal meinen Bildschirm übertragen? Ich baue noch das hier und dann
übertrag mir mal deinen Bildschirm. So. So, ich muss doch bei mir mal schnell eine Pause machen. Moment. So. Und dann sind wir da und gucken uns das mal an. Oh, viele Pixel, viele Pixel. Ja, ganz riesige Pixel. Jetzt wird es ein bisschen besser. Ja. Und das ist dein eigener Park, den hast du selbst gebaut. Der ist ja süß. Oh, das ist ja ein Hund. Süß. Einen kleinen Parkplatz, ein Hund und hier so ein paar Bänke, so ein kleiner Weg da hinten. Da hinten steht ein Grill und auch ein Sitzplatz und so, dass die Leute da hier halt so eine kleine Grillparty abhalten können. So drei Parkplätze. Ja. Und dann muss man da auf diesen Parkplatz kommen auch ein paar über die mit Roller. Muss er über die Kreuzung reinfahren, das ist ja sehr, sehr mysteriös. Ja, das dann zeig mal den Rest. Ich mir jetzt ja so viel. Nicht ausgedacht. Den Rest. Ja, jetzt ganz viel. Ja, zeig mal, was hast du sonst gemacht? Wow, das ist ja riesig geworden. Ja, weil ich halt so viel Büro brauche, ne? Hier. Alles Büro und hier ein bisschen Gewerbe und hier nochmal ein Gewerbeklotz und hier noch ganz viel Büro und so. Wird wow. Zeit, dass die mal aufgewertet werden. Und das hier sind halt die Wohnhäuser und hier hinten halt so ein bisschen klein. Ich glaube, die kennst du. Auch schon, nee, ne? Kann, ja, weiß ich nicht. Das schon, ich weiß nicht. Naja, dann hier so Custom Parks, ne? Also ich mache halt jetzt häufig so irgendwie in der Mitte, wenn ich mal durch Zufall was freigelassen habe, wie hier. Ja, so einen kleinen Spazierweg da zwischendurch, ein paar Bäume hingesetzt. Da wird und aufgewertet. Meine Forstwirtschaft. Ach, du Kacke. Ja. Deine Forstwirtschaft. Leider haben diese drei Förster, die du da hingesetzt hast, keine Bäume, die sie fällen, ne? Also, na doch, hier. Ja, aber also, ne? Selbst ja, haben sie nichts so gebaut. Nee. Ja, natürlich nicht. Das sieht ja immer so albern aus, weißt du, so eine kleine 4x4 Baumfarm. Ne? Bei ja, mir stehen die hier, die Schonung hier so, schön in Reihe und Glied, ne? Hier sind die klein. Ne? Wenn ja. die ein bisschen größer werden, dann sehen die so aus. Das sind die schönen Weihnachtsbäume, die dann in München zum Beispiel auf dem Marktplatz stehen. Ja. Nur dann sind die hier so ein bisschen durcheinander gebaut und so. Und die Farm, die sieht halt so aus. Das ist jetzt auch so ein bisschen so nicht effizient, weil es halt sich so an die Stadt dort hinten angliedern oder angleichen sollte, dass es halt alles rund ist und geschwungen. Mhm. Und so sieht jetzt meine Farm aus. Sehr schön. Ja, und so, die haben auch dann hier mal so ein Windrad und so weiter. Und den Windpark habe ich abgerissen. Ich mache halt mit Schmutz jetzt hier mit Ölkraftwerken. Und meine ganze Müllversorgung ist jetzt hier oder Müllentsorgung vielmehr. Ja, ich habe halt die Verbrennung und die Halden gegenübergesetzt und so, dass wenn die halt sich das Zeug hier holen können, gleich hier verbrennen. Sehr schön. Dafür ist halt dieser Bereich hier frei geworden, ne, wo es halt vorher war. Das war ja hier auch so mittendrin irgendwie. Und du hast auch mehrere Abstellgleise für den Bahnhof gebaut. Ja, genau. Das ist etwas, was anderthalb Stunden gedauert hat, irgendwie das Teil hier zu bauen. Ne, das ist mein neuer Güterbahnhof. Ja, und da hinten hat irgendjemand nicht Stroh, kein Strom? Ja, keine Ahnung, was ist das hier? Wie Busdepot. Busdepot, ach. Genau. Schon Busdepot. Wer braucht schon Busse? Ich habe ja eh keine Linien, aber das muss ich dann in der nächsten Folge machen. Ja, okay, gut. Fein. Wollen wir mal rüber zu mir gehen? Ja, lass sehen. Da gibt es eigentlich gar nicht auch so viel zu sehen, muss ich gestehen. Also wie gesagt, ich habe heute nicht so viel gemacht, aber das liegt ja auch daran, dass der VoxCSO alles umgebaut hat und ich nicht. Ich habe eben gerade jetzt mal angefangen, hier so ein bisschen die Eisenbahn mit einzubeziehen. Das heißt hier, ne, ich lief ja die Eisenbahnstrecke lang, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen reinbauen. Da werde ich mal dran gucken. Und dann habe ich hier viel versucht rumzubauen. Diese kleinen Zubringer habe ich jetzt reingesetzt, weil hier wird die immer die ganze Zeit Stau. Ist jetzt glücklicherweise nicht mehr. Ja, hier habe ich noch mal ein bisschen Probleme mit irgendwie meinem Stores. Aha. Und ja. Verlassene Gebäude muss man übrigens nicht abreißen. Die werden wieder besetzt, wenn die Nachfrage da ist. Und hier siehst du momentan großer Stau. Da bin ich noch mal momentan. Ich weiß noch nicht genau, wie wegbringe. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier gerade angefangen, Bürogebäude in Scharen zu bauen. Mal gucken, wie das kommen wird. Aber das wird bestimmt schön in der nächsten Folge dann. Ja. Und bis dahin sagen wir dann tschüss. Und wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.